Herzlich willkommen im Gestaltcafé. Schön, dass du hier bist. Hier kannst du inspirierenden Gesprächen rund um das Thema Gestalttherapie lauschen. Ganz nach dem Motto des gleichnamigen Buches von Irving Polster, jedes Menschenleben ist einen Roman wert, möchte ich in diesem Podcast mit meinen InterviewpartnerInnen die Gestaltarbeit erlebbarer und zugänglicher machen. Mein Name ist Katharina Renke. Ich bin Gestalttherapeutin und angehende Psychologin und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen in dieser Folge des Gestaltcafé-Podcasts. Heute ist Rolf Heinzmann, Arzt und Physiker und Ausbildungsleiter am Gestaltinstitut Frankfurt, im Podcast zu Gast. Wir sprechen über das Thema Sucht. Also woran erkenne ich eine Suchterkrankung? Auf welche Art und Weise arbeitet man aus gestalttherapeutischer Sicht mit Suchterkrankungen? Herr Heinzmann war über 20 Jahre ärztlicher Leiter einer Suchtberatungsstelle und er plaudert aus dem Nähkästchen. Was berührt ihn an der Arbeit mit suchterkrankten Personen? Wie trägt ihn die gestalttherapeutische Arbeit in dieser Arbeit? Und ja, außerdem beantwortet er Fragen wie, was ist die häufigste Sucht? Wir sprechen vor allem über Alkoholabhängigkeit. Das war ein großartiges Interview, sehr informativ und auch lebendig und persönlich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Außerdem möchte ich euch gerne noch darauf hinweisen, meldet euch über meine Homepage hier in der Videobeschreibung für den Newsletter an, um den neuen Termin für die Online-Gestaltgruppe im neuen Jahr nicht zu verpassen. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Rolf Heinzmann im Gestaltcafé. Sie sind gerade in Karlsruhe, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, richtig. Ich freue mich, dass Sie im Podcast zu Gast sind. Vielleicht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, damit wir so ein bisschen Sie kennenlernen. Ich meine, ich kenne Sie jetzt ja auch noch nicht so lange. Wir sind im Gestaltcafé-Podcast. Wie kommt es, dass Sie die Gestalt kennengelernt haben mit dem Hintergrund, dass Sie Arzt sind und Physiker? Wie haben Sie da Ihren Weg zur Gestalt gefunden? Ja gut, ich habe halt Physik war mein Erststudium. Ich wollte Naturwissenschaftler werden, habe mich aber dann abgewandt, weil ich merkte, dass ich doch mehr an Menschen interessiert bin. Kontakt mit Menschen eine wichtige Rolle spielt und habe dann meinen Schwerpunkt verlagert, habe mich für Medizin, für ein zweites Medizinstudium entschieden, aber schon von Anfang an mit der Zielsetzung, in die Psychiatrie zu gehen und in der Psychiatrie zu arbeiten. Ich habe dann auch nach meinem Studium ein halbes Jahr in der Psychiatrie gearbeitet und war dort aber auch sehr enttäuscht und frustriert und habe dann den Lockruf meiner Gestalt-Peer-Gruppe, also das waren die Leute, mit denen ich während des Studiums schon eine Gestaltfortbildung gemacht habe, die haben gesagt, komm doch zu uns ans Institut. Und dann dachte ich, ach ja, bevor ich mich jetzt durch die Facharztausbildung durchquäle, gehe ich lieber in die Gestalt, in die freie Szene, was natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden war, jetzt wirtschaftlich, aber das war damals in den Anfang 80er Jahren, da war das möglich. Ich denke, heute ist es auch noch möglich. Und bin dann in der Gestaltszene gelandet und wo ich seither glücklich und zufrieden arbeite. Und jetzt zurzeit vor allem am Gestaltinstitut Frankfurt, richtig? Ja, Gestaltinstitut Frankfurt, dort bin ich Fortbildungsleiter. Genau. Gut, ich freue mich über den Lockruf und vielleicht können wir auch ein paar Menschen erreichen und sie locken heute durch unser Interview. Unser Thema soll heute unter dem Stern der Suchtthematik stehen, Suchterkrankung. Und warum ich Sie überhaupt zu diesem Thema eingeladen habe in den Podcast: Sie waren ärztlicher Leiter einer Suchtberatungsstelle. Können Sie da auch noch einen Satz mehr dazu sagen, also einordnen für uns grob?
Ja, das war auch eine Zufallsentscheidung. Viele, viele, sagen wir, Wendungen in so einem Menschenleben allgemein passieren ja oft auch zufällig. Also wie gesagt, ich hatte ja damals die psychiatrische Laufbahn beendet und habe zufällig in so einer alternativen Stadtzeitung gelesen, dass für ein Arzt für eine Viertelstelle in einer Suchtberatungsstelle gesucht wird. Und da dachte ich, das könnte ich doch machen, da hätte ich wenigstens ein bisschen was von dem, also ein bisschen klinische Tätigkeit noch. Und da war ich sehr froh über diese Entscheidung. Ich war 20 Jahre lang also Mitarbeiter und als Arztleiter der Beratungsstelle. Habe aber alle Ar dieselben Arbeiten gemacht wie die anderen auch. Und auf diese Weise hatte ich Zugang zu einem ganz anderen Klientel oder zu ganz anderen Menschen als in der Fortbildung. In der Fortbildung ist es ja eigentlich sehr einfach. Das sind hochmotivierte Leute, die ein hohes Maß an Selbstverantwortung haben und sich in die Prozesse stürzen und hochmotiviert sind. In der Suchtberatungsstelle hat man oft das Gegenteil. Und es war für mich ein ganz gutes Korrektiv, also die ganze Palette so menschlicher Veränderungsbereitschaft oder Notwendigkeit zu sehen. Und es war auch gut, unseren Fortbildungsteilnehmern aus Erfahrung eine andere Welt zeigen zu können, als eben diese fast schon heile Welt der Gestaltfortbildung. Ich schmunzel, wenn Sie sagen, dass die Teilnehmenden von Gestaltfortbildungen sich in Prozesse stürzen und am liebsten bis tief in die Nacht wahrscheinlich arbeiten würden. Wie war denn auf der anderen Seite der Alltag in der Suchtberatungsstelle? Wie lange ist das, also ambulant, kommen die Menschen dort für Beratungstermine oder war das auch die Möglichkeit, dass Leute einen Entzug stationär machen? Also alles, ne? Dort ist alles möglich. Also an Beratungsstellen wenden sich Menschen, die sich nur mal informieren wollen. Es gibt Personen, ich wollte mal von einem Fachmann wissen, bin ich schon abhängig oder nicht. Es kommen mit derselben Frage Angehörige. Ich möchte Ihnen mal Sie fragen, halten Sie meinen Mann für abhängig, alkoholabhängig schon? Ich rede jetzt meistens von Alkohol, weil das die weitaus größte Zahl von Abhängigkeiten waren. Wir hatten auch Spielsucht und illegale Drogen, aber Alkohol war eben das ganz große Maß. Deswegen rede ich immer wieder von Alkohol, aber das lässt sich eins zu eins auf die anderen stoffgebundenen Süchte übertragen. Dann gibt es Leute, die kommen gar nicht freiwillig, sondern die kommen aufgrund einer Auflage. Der Meister im Betrieb hat gesagt, sie haben eine Abmahnung und sie besuchen jetzt eine Beratungsstelle und lassen sich dort beraten. Das ist im Grunde genommen ein sehr mühsames Unterfangen, wenn so jemand kommt, weil die haben gar kein Interesse. Ich habe es mir nach einigen Jahren, soll ich sagen, Lehrgeld, zur Gewohnheit gemacht, jeden, der kommt, zu Beginn eines Gesprächs zu fragen, ob er hinterher eine Bescheinigung braucht, dass er hier gewesen ist. Weil dann sofort klar wird, ist da ein Fremdauftraggeber da. Das kompliziert die Sache sehr, ne? Weil der Meister im Betrieb hält seinen Mitarbeiter für vielleicht schon alkoholabhängig. Die Person selber verneint es. Und da ist man im Grunde machtloser als Mitarbeiter. Man kann natürlich versuchen, diesen Menschen, der vor einem sitzt, zu motivieren oder vielleicht zur Einsicht zu bringen. Man kann sich aber vorstellen, dass es vor einem schon 20 andere Leute vergeblich versucht haben. Also es ist dann nicht. In dem Fall haben wir immer eingeladen, der Meister soll halt nur zu einem Gespräch mitkommen, zu dritt. Dann gibt es eine ganz andere, das gibt dann einen ganz anderen Hintergrund, eine ganz andere Dynamik. Also solche Leute kommen und dann gibt es die verschiedensten Schweregrade, nach den Schweregraden sich auch das weitere Vorgehen bemisst. Wobei ich möchte vielleicht noch voranschicken, also als Gestalttherapeut verhalte ich mich auch gegenüber der Frage, ob
ob eine Abstinenz zum Beispiel oder eine starke Kontrolle des Alkoholkonsums ein Therapieziel ist, neutral. Also ich als Gestalttherapeut mache ich mich nicht zum Missionar, der quasi die frohe Botschaft der Abstinenz in die Welt bringt, sondern also für diese Frage übernehme ich keine Verantwortung, sondern lasse sie bei dem Kunden oder bei dem Klienten, der da ist. Wenn wir da noch mal, wenn ich mir gerade vorstelle, Sie haben von zum Beispiel der Ehefrau gesprochen, die zu Ja. Ihnen kommt. Meinen Sie, mein Mann ist alkoholabhängig? Und wenn diese Angehörigen dann erfahren, das Therapieziel ist gar nicht so festgelegt auf Abstinenz, wie gehen die denn damit um? Also diese Haltung, die Sie entgegenbringen, da kann ich, stell mir vor, dass das dem Klienten Raum gibt und, ne, aber wie ist es mit den Angehörigen? Ja, die fühlen sich meistens enttäuscht ein bisschen erstmal durch so eine Haltung. Die erwarten natürlich von dem Fachmann, dass er sagt, sie sind abhängig und sie haben keine andere Chance, als die Abstinenz anzustreben, sonst gehen sie unter oder sonst gehen sie ins Verderben. Ich sage es mal so ein bisschen drastisch. Damit erhöhe ich etwas die Verteidigungshaltung des Indexpatienten, sagt man systemisch, also derjenige, der die Symptome hat. Und diese Verteidigungshaltung, die beherrscht er aus dem FF. Der hat schon 100 Leuten bewiesen, dass sie mit ihren Argumenten nicht weiterkommen. Es hilft letztendlich zum Beispiel einer, nehmen wir mal klassischerweise der Ehefrau, nichts, wenn der Fachmann ihrer Meinung ist. Letztendlich muss sie sich auf lange Sicht entscheiden, was tue ich eigentlich in dem ganzen System, wo mein Mann trinkt? Was mache ich, wenn er weiter trinkt? Will ich dann bei ihm bleiben oder nicht? Und unter Umständen ist die Drohung einer Trennung wirksamer als jedes Argument, das ein Suchtherapeuten machen kann. Also sie muss wissen und dahingehend beraten wir das. Schauen Sie, dass Sie handlungsfähig werden wieder. Das ist das Problem der Angehörigen, dass sie in einer Art Ohnmacht sind, weil sie nicht natürlich auf das Trinkverhalten nicht direkt Einfluss nehmen können, außer sie entfernen immer alle Flaschen in der Handwerksstube unten im Keller. Aber ansonsten haben sie ja keine Handhabe. Aber dennoch sind sie handlungsfähig. Will ich mit diesem Menschen weiterleben oder nicht, zum Beispiel? Passt da der Begriff Co-Abhängigkeit? Oder wie? Co-Abhängigkeit, ja, ganz wichtiger und interessanter Begriff, der sagt, also die Co-Abhängigen tragen durch ihr Verhalten zur Aufrechterhaltung, sie tragen zur Aufrechterhaltung des Trinkverhaltens bei. Co-abhängiges Verhalten ist zum Beispiel, wenn montags morgen der Kater so groß ist, dass Arbeitsunfähigkeit herrscht, anzurufen im Betrieb, mein Mann der hat eine Grippe und kann nicht kommen. Co-Abhängigkeit geht immer viel mit Vorwürfen einher, aber auf der anderen Seite auch, wir gucken, dass nichts nach außen dringt. Es bringt ja auch Schande über die Familie. Die ganze Thematik bleibt hier in unserer Familie. Die Kinder werden instruiert, das als Tabu zu betrachten, was eine ganz neue Kaskade von Problemen dann nach sich ziehen kann. Das, Spannend. Jetzt haben wir jetzt so reingezoomt schon ja. in die Angehörigenwelt. Ich würde gerne noch mal zurückgehen zur Frage, bin ich abhängig? Also wann spricht man? Also ich weiß, Sie haben vielleicht gesagt, ich möchte hier Ihnen keine Suchtdiagnose geben, aber wann spricht man von Sucht? Wie antworten Sie auf die Frage? Bin ich abhängig? Ja, das werde ich jetzt gleich tun. Ich werde ein bisschen was aus dem ICD-10 Ja. vorlesen. Aber vorweg noch, ich sage schon den Leuten, wenn sie mich das fragen, sage ich, aufgrund dessen, was sie mir schildern, halte ich für eine Abhängigkeit für sehr wahrscheinlich. Also
Damit muss ich ja nicht hinterm Berg halten. Das kann ich ja, das lässt sich ja ganz linear entscheiden. Die Frage ist, welche Konsequenzen zieht jemand daraus? Und es kann durchaus sein, dass jemand sagt, ich entscheide mich fürs Weitertrinken. So unbegreiflich das vielleicht für jemanden sein mag, aber unter Umständen ist es die bessere Alternative. Also ich maß mir nicht an, jemandem zu sagen, es ist besser für dich, wenn du aufhörst. Jetzt habe ich es So. verstanden. Jetzt aus dem ICD-10, das ist quasi von der WHO das Diagnosemanual für alle Krankheiten, für alle psychischen Krankheiten. F1 sind die psychotropen Substanzen, also alle Substanzen, die man von außen zu sich nimmt. Und die dazu eine Abhängigkeit führen können. Vielleicht auch da nochmal vorweg, es wird ja unterschieden zwischen legalen und illegalen Substanzen. Da fragt man sich, wie kommt es eigentlich zu dieser Unterscheidung? Also warum sind manche Substanzen illegal und manche sind erlaubt? Wir hatten vor einiger Zeit eine Drogenbeauftragte, die da hatte eine fantastische Antwort gegeben auf die Frage, warum ist denn Alkohol erlaubt und Cannabis verboten? Da war die Antwort von der Frau Mortler, Cannabis ist verboten, weil es eine illegale Droge ist. Also das ist eine Sternstunde der Aussagenlogik. Man kann nicht sagen, dass die illegalen Drogen gefährlicher sind als die legalen. Es ist fachlich und von der Wirkung nicht begründet. Ich glaube, es ist nur kulturell begründet. Also es gibt sicher Ethnien oder Länder, in denen Cannabis so selbstverständlich ist, dass es so normal konsumiert wird, bei uns der Alkohol, dass es bei uns eine Tradition hat, sieht man ja, wie viele Sauf- und Trinklieder es gibt. Zu den illegalen Drogen gibt es ja kaum bei uns irgendein Lied. Also ich kenne so aus dem Englischen, Don't Bogart the Joint, my friend, pass it over to me. Oder Golden Brown. Aber im Deutschen wüsste ich kein Lied so dazu. Also es gibt legale und illegale Drogen, spielt aber bei der Erörterung der Abhängigkeit keine Rolle. Jetzt sagt die WHO in ihrem IC-Katalog, wenn von den folgenden sechs Punkten drei erfüllt sind, spricht man von der Abhängigkeit. Das ist erstens ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, psychotrope Substanzen zu konsumieren. Das zweite ist die verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Beginns der Beendigung oder der Menge des Konsums. Das ist dieser berühmte Kontrollverlust. Das heißt, jemand, der abhängig ist, kann in der Regel, wenn er eine kleine Menge Alkohol zu sich genommen hat, dann nicht mehr kontrollieren, wie viel trinke ich weiterhin. Also deswegen sagt man, ist die Abstinenz eigentlich die einzig sinnvolle Alternative. Es werden so manchmal Schauermärchen erzählt von einem Alkoholiker, der schon 3 Jahre abstinent ist und dann auf einer Meisterverleihung ein halbes Glas Sekt getrunken hat und dann hinterher in den Büschen wiedergefunden wurde, betrunken. Also die. Ich erinnere mich da auch an eine Freundin, die auch jedes Mal nachfragen muss, wie ist jetzt in der Soße, wenn wir essen gehen, ein Tropfen Alkohol? Also das geht ja schon sehr in den Alltag auch hinein dann. Das geht jetzt schon. Manchmal wird es auch übertrieben, aber es hat auf jeden Fall, wenn Alkohol in der Soße ist, das kann eine ungeheure Dynamik bei einem Alkoholiker in Gang bringen. Und so gesehen muss man auch sagen, ist Alkoholabhängigkeit eine lebenslange Krankheit, weil der Kontrollverlust auf jeden Fall viele Jahre bis Jahrzehnte erhalten bleibt. Und Da zwar werde ich richtig schwer. Bei allen psychotropen Substanzen. Das sagen ja auch die Raucher, die 3 Jahre nicht rauchen, eine Zigarette und es kann gefährlich werden. Oftmals kriegt man die Kurve noch nach einer Zigarette oder nach einem Schnaps oder einer
alkoholhaltigen Bratensoße, schafft man das nochmal. Aber es ist sehr, sehr aufregend für die Leute und es kann schnell dann natürlich ins Gegenteil kippen. Also ist der Kontrollverlust. Das Dritte sind die Entzugserscheinungen, also nach langem Gebrauch, wenn es plötzlich eine Situation eintritt, wo jemand nicht trinken kann. Das ist zum Beispiel eine schwere Erkältung und jemand ist nicht in der Lage, Alkohol zu trinken, kann es bei Alkohol vor allem ganz schlimme Entzugssyndrome geben. Man spricht da vom Delirium tremens. Das kann manchmal lebensbedrohliche Ausmaße annehmen und muss in der Klinik behandelt werden. Also die Entzugssyndrome, das sind erstmal körperliche Symptome wie Zittern, Schlaflosigkeit, Nervosität, Unruhe. Das kann bis zum Koma führen und muss eben medizinisch behandelt werden. Das Dritte. Das Vierte ist die Toleranzentwicklung. Das heißt, um eine gewisse Alkoholwirkung zu erfahren, brauche ich nach langem Gebrauch eine größere Menge. Die verkraften einfach mehr. Da kann ich mal eine ganz witzige Geschichte erzählen wir hatten es ja auch in der Beratungsstelle immer wieder mit Führerscheinbewerbern zu tun. Es gibt inzwischen, jede Beratungsstelle hat auch ihre Führerschein-Vorbereitungsgruppen für den sogenannten Idiotentest, so heißt er Ja. beim TÜV, wenn man nach 1,5, ne? Da werden hohe Gelder dafür bezahlt, also da sanieren sich die Beratungsstellen manchmal ein bisschen so finanziell, weil der sogenannte Lappen, das ist schon ein sehr begehrtes Papier. Da werden die Leute ja drauf getrimmt auf die oder getrimmt auf die Übung, dass sie die bestehen. Da machen manche immer wieder einen Fehler, die sagen: Ja, ich hatte 1,8 Promille und es war wirklich furchtbar. Meine Mutter ist gerade gestorben und ich war so im Kummer und abends war dann kein Bus mehr und dann habe ich mich halt ins Auto gesetzt. Aber sonst, ich trinke eigentlich gar nichts. Mit dieser Aussage entlarvt sich jeder, weil jemand, der nichts trinkt, der ist nicht in der Lage, dann mit 1,8 Promille ein Auto zu fahren. Also der ist ja kaum in der Lage zu gehen. Das heißt, wenn ich in der Lage bin, mit 1,8 Promille Auto zu fahren, dann habe ich schon einen ganz hohen, langen Gebrauch hinter mir. Das ist der Effekt der Toleranz. Spannend, wenn ich mir nämlich überlege, also ich persönlich trinke sehr selten Ja. Alkohol. Und genau nach einem Gläschen Wein ist da meistens schon, ne, so eine Aufmerksamkeitsspanne, die kleiner wird, eine Schwummrigkeit da. Und ich würde dann manchmal von mir ausgehen, Mensch, zu einer Kollegin, du kannst doch jetzt nicht mehr Auto fahren, aber es kommt eben nicht darauf an, auf die Menge, sondern eben auf die Toleranz, wie man sich dann fühlt. Aber physikalisch habe ich das richtig verstanden. Die Promille ist quasi unabhängig davon, wie ich mich fühle. Also wenn Sie sagen, wenn ich jetzt 1,8 Promille hätte und eine alkoholerkrankte Person, dann wäre die Menge an Alkohol zwar dieselbe, aber wie ich quasi mich fühle, ist unterschiedlich. Ich sage mal so, also nehmen wir mal so die klassischen Gründe, warum vielleicht jemand Alkohol trinkt, also um die Wirkung gezielt einzusetzen, so der Depressive, der erreicht durch Alkohol, dass er sich ein bisschen euphorischer fühlt, der Ängstliche hat weniger Angst, der zwanghaft Perfektionistische fühlt sich etwas lockerer, der Gehemmte ein bisschen ungehemmt, der Schüchterne vielleicht etwas forscher und so weiter. Und diese Wirkung ist ja da, ne? Das kann man so richtig feststellen. Wer das regelmäßig jetzt einsetzt, wird merken, um beim Depressiven dieselbe antidepressive Wirkung zu haben: Ich muss mehr trinken inzwischen. Ich brauche eine höhere Dosis, um mich genauso leicht euphorisch zu fühlen wie vor einem Jahr. Und es steigert sich dann eben allmählich.
der Alko, der Autofahrer mit 1,8 Promille, der ist in der Lage zu lenken und diese Pedale zu bedienen. Dennoch ist seine Aufmerksamkeit und Reaktionsgeschwindigkeit extrem gesenkt. Also das heißt jetzt nicht, weil er so viel Alkohol getrunken hat, hat er eine Sondergenehmigung mit 1,2 noch zu fahren, ne? Aber er ist in der Lage, das Auto aufzuschließen. Und Sie oder ich auch, ich könnte es mit 1,8, würde ich kein Auto mehr aufgeschlossen bekommen. So, wo waren, jetzt muss ich mal fragen, wo waren wir denn? Es haben wir ein paar Fußnoten gerade besprochen. Also, wir haben auf jeden Fall noch nicht alle Kriterien durch. Achso, die Kriterien, genau. Das war jetzt das war die Nachweis der Toleranz. Dankeschön. Gerne. Dann der fünfte Punkt ist jetzt eher so ein allgemeiner Vernachlässigung vieler sozialer und anderer Interessen zugunsten des Alkoholtrinkens. Das heißt, die meiste Zeit beschäftigt sich die Person damit, wo bekomme ich den Stoff her, wie lagere ich ihn, wann nehme ich ihn ein. Und diesen Zielen wird alles andere untergeordnet. Alles andere ist zweitwichtig. Und der sechste Punkt ist, das geht aus den anderen hervor, anhaltender Substanzkonsum trotz Nachweises eindeutiger schädlicher Folgen wie Leberschädigung bei Alkohol und so weiter. So, also wenn drei dieser sechs Punkte erfüllt sind, dann sprechen wir von einer Abhängigkeit. So, danach wird gefragt in der Suchtberatungsstelle und die Leute bekommen dann quasi dann auch eine Einschätzung. Ich sage aber immer, es ist eine Einschätzung. Oft werde ich ja, wenn ich vor allem von Fremdpersonen gefragt werde, sage ich auch, also man kann es weder mit Sicherheit bestätigen noch ausschließen, ob eine Abhängigkeit da ist. Jetzt bei der Behandlung von Alkohol, also von Abhängigkeitserkrankten. Da gibt es jetzt vielleicht eine Ausnahme, warum sich das unterscheidet von anderen psychischen Krankheiten wie Depressionen oder Zwangssyndrom oder Angsterkrankungen. Bei der stoffgebundenen Abhängigkeit ist für eine gute Therapie notwendig, dass die Leute, die Patienten oder Klienten nüchtern kommen. Also ich kann nicht mit jemandem Therapie machen, der Alkohol getrunken hat. Das ist sinnlos. Oder der Heroin noch Intus hat. Beim Nikotin ist es jetzt nicht so schlimm. Also da ist vielleicht eine Ausnahme. Oder auch ganz wichtig sind ja die Medikamentenabhängigkeit. Also es gibt vor allem gewisse Beruhigungsmittel an erster Stelle, die Benzodiazepine, also Tabor, Valium, die stark abhängig machen. Auch unter diese Medikamentenwirkung ist eine Therapie nicht so günstig oder geht eigentlich gar nicht. Also eine Grundvoraussetzung für eine sinnvolle und wirksame Therapie ist die Abstinenz erst in der Zeit der Therapie. Und viele Personen sind gar nicht mehr in der Lage dazu. Das heißt, um sich fit zu machen für die Therapie, muss entweder zumindest mal eine einwöchige Entgiftung in einer Klinik erfolgen. Das machen oft psychiatrische Kliniken. Die haben oft auch Suchtstationen, wo also die Patienten eine Woche hingehen und da wird die Entzugserscheinungen, wenn sie dann kommen, auf jeden Fall abgefangen. Das nennt man Entgiftung. Also Entgiftung ist oftmals eine Voraussetzung. Und da arbeiten die Suchtberatungsstellen eben gut zusammen schon mit den Kliniken. Oft verlangen Kliniken, dass vorher schon mal ein Gespräch oder Gespräche in der Suchtberatungsstelle stattfinden, bevor sie jemand entgiften auf die Weise. Und wie helfen Sie dem Klienten oder der Klientin, diese Entscheidung zur Entgiftung zu treffen? Erinnern Sie sich da noch an Gespräche? Ja, das kann eine Bedingung sein für
die Fortsetzung weiterer Einzelgespräche. Also sagen, wenn wir jetzt, wenn Sie eine Therapie machen wollen, entweder ambulant oder stationär. Stationäre Therapien finden in sogenannten Entwöhnungskliniken statt und dauern zwischen 3 und 6 Monaten. Es gibt auch schon so Kurzzeittherapien von 6 Wochen. Die Kliniken verlangen eine Entgiftung vorher. Also die nehmen niemand auf, der nicht diese Entgiftung durchlaufen hat. Und für die ambulanten Therapien kann es auch sein, oder oft so, dass wir das in der Beratungsstelle verlangt haben. Also wenn Sie eine Therapie machen wollen, müssen Sie entgiften. Geht nicht anders. Wer das nicht will, kann natürlich das niedrigschwelligere Angebot annehmen. In so Beratungsstellen gibt es viele Gruppen. Man sagt, das sind die sogenannten Vorbereitungs- und Motivationsgruppen. Wir haben im Jargon immer Nassgruppen gesagt, weil da kann man auch mit Alkohol im Blut hinkommen. Werden von Ehrenamtlichen, von Trockenen geleitet. Und ist eine ganz wunderbare Einrichtung, um sich allmählich so ein bisschen dran zu gewöhnen. Man kann ja beim Alkohol sich das so vorstellen, von dem Tag, vom ersten Gedanken, oh, vielleicht trinke ich zu viel, vielleicht sollte ich was tun, bis zu einer Abstinenz, da können Wochen bis viele Jahre vergehen. Also es gibt sicher Leute, die 3 Jahre sich das hin und her wälzen, ob sie sich für eine Abstinenz entscheiden oder nicht. Und plötzlich passiert es. Man wundert sich dann manchmal, wieso. Und viele Leute nehmen auch gar nicht das Suchthilfesystem in Anspruch. Die schaffen das alleine. Das muss man auch dazu sagen. Also die Suchthilfe ist jetzt nicht das Monopol für eine Veränderung, sondern viele Leute schaffen es durch Freunde. Und was ein ganz wichtiges, ganz, ganz wirksam ist, das Bewusstsein zu fördern, das ist eben der Austausch in Gruppen. So fing es ja damals an mit den anonymen Alkoholikern. Das war in den 30er Jahren in den USA. Da haben sich zufällig in der Hotellobby 2 Männer gefunden, die beide alkoholabhängig waren. Und die haben dann kamen miteinander ins Gespräch über ihre Alkoholsucht. Zufällig, also Ja, zufällig, es war rein zufällig, und die haben dann gemerkt, es ist dermaßen wohltuend, mit jemand zu reden, auch jemand, der be ähnlich betroffen ist, dass sie gedacht haben, das nutzen wir jetzt. Und haben dann die anonymen Alkoholiker, die diese Bewegung ins Leben gerufen. Das ist ja weltweit, ja. ja, ich merke, das berührt mich gerade, dass quasi ein Öffnen oder ich frage mich, was so das Wirksame daran ist. Ist es, dass der andere das Gleiche erfährt, ein Verständnis, dass ich ein Verständnis bekomme? Oder ist es überhaupt, dass ich mich in Anführungszeichen oute oder mir meine Sucht eingestehe aus Ihrer Erfahrung? Was ist da wichtig in diesen Gruppen? Also das jetzt mal von den ganzen Suchtfragen, wenn wir da mal weggehen, dass sich outen mit seinen Problemen ist grundsätzlich das wirksamste Medium. Sich outen. Das Problem, was wir haben, ist, dass wir unsere, oder sagen, das ist fatal, wenn wir versuchen, unsere psychischen Probleme zu verheimlichen, mit uns herumzutragen. Und es ist hilfreich, sich mit anderen auszutauschen, die gleich betroffen sind. Deswegen halten wir die Gruppentherapie grundsätzlich für ein ganz wirksames Instrument. Ich erinnere mich gerade an ein Wort meines Ausbilders, der sagte mal, das ist so heilsam, Zeugen für mein Leid zu haben. Also Ja. dieses Wort Zeugen fand ich damals so, hat mich auf so eine, ich war sehr erstaunt, ob des Wortes, aber es war für mich so passend. Ja, und es ist die Erfahrung zu machen, wenn ich Dinge, also wenn ich Themen oder Dinge von mir preisgebe und die Erfahrung mache, ich verliere nicht die Zugehörigkeit dadurch, sondern vielleicht im Gegenteil.
dann hat es eine unglaubliche Wirkung. Wir halten ja viel zurück, weil wir denken, wir sind nicht gesellschaftsfähig oder verlieren unsere Zugehörigkeit, wenn wir bestimmte Dinge preisgeben, die eben nicht so sozial erwünscht sind. Und dann die Erfahrung zu machen, ich gehöre dazu, ich bin im Gegenteil, ich bekomme eine gewisse Zuwendung, weil ich mich so offen über mich geäußert habe. Das ist, würde ich sagen, mindestens die Hälfte der therapeutischen Wirkung geht allein auf das sich öffnen natürlich in geschützten Gruppen. Ich würde es jetzt nicht raten, in einer Gruppe am Arbeitsplatz zu machen, ne, sondern das sind Gruppen, die nur, also wo Verschwiegenheit gilt, und was ich sage über mich hat eigentlich keine weiteren Konsequenzen für was weiß ich auch immer. Also so ist die Bewegung der anonymen Alkoholiker entstanden. Und das ist ja, glaube ich, weltweit die größte Psychotherapie. Die nennen sich ja gar nicht Psychotherapie, aber denkst du an eine psychotherapeutische Wirkung. Wobei die ein ganz einfaches System haben. Es darf nur jeder über sich reden. Man darf niemanden Ratschlag geben. Man darf auch nicht eingehen, was ein anderes sagt, sondern redet nur über sich. Also wenn ich da hingehen würde, sage ich, heiße Rolf und bin trockener Alkoholiker und leide unter Ängsten und Depressionen, würden alle sagen, hallo Rolf. Und dann erzähle ich und dann sage ich, jetzt bin ich fertig, und dann kommt der Nächste dran und redet über sich. Und so ist ein System geschaffen worden, wo keine professionellen Leiter oder sonst Leute gebraucht werden, also Profis. Das ist eine totale Laienbewegung. Was in diesen Gruppen passiert, das ist das, was Watzlawick, der Familientherapeut, eine Änderung erster Ordnung nennt. Die Änderung, die jemand durchläuft, wenn er abstinent wird durch so eine Bewegung und da wahrscheinlich immer wieder hingeht, ist, er hat sein Alkohol, seine Abstinenz im Griff. Er ist sicher in seiner Abstinenz, aber er wird unter Umständen lebenslang dahin gehen. Also es gibt dann andere Gruppen wie Kreuzbund und Blaues Kreuz, und also alle großen karitativen Einrichtungen haben solche abstinenten Gruppen. Und das sind Personen, die sich ein Leben lang als Alkoholiker definieren. Und nach 30 Jahren Abstinenz gehen die da immer noch hin und sagen, ich bin der Horst und ich bin seit 30 Jahren trocken. Hallo Horst. Und es gibt diesen Menschen eine Stabilität, und die fühlen sich froh und sind zufrieden damit. Viele andere, und so würde es mir geben, also damit wäre ich jetzt nicht zufrieden, sondern also es gibt viele, die so nach einem Jahr Abstinenz sagen, ich habe jetzt eigentlich genug vom Alkohol, ich möchte mich nicht mehr damit beschäftigen. Es gibt Wichtigeres im Leben, als auch ständig mich um meine Abstinenz zu kümmern. Ich lasse es jetzt, ich weiß, ich darf nichts trinken, das geht ganz automatisch in meinem Verhalten ein. Und jetzt kümmere ich mich um mich selber wieder und um mein Leben, und der Alkohol war Vergangenheit. Das würde ich sagen, ist Änderung zweiter Ordnung, weil der Alkohol auch als Thema verschwindet aus dem Leben. Das ist Das eine ist nicht besser oder schlechter, sondern ist es angemessen für die Person wahrscheinlich. ja, genau. Jeder muss für sich entscheiden, was für ihn oder was für sie besser ist. Da habe ich überhaupt für mich, ich würde mich dem Zweiten zuneigen. Also für mich wäre das nichts, aber deswegen muss es nicht heißen, dass für viele Leute, genau, die sich damit wohlfühlen. Gut, sie haben natürlich auch. Es ist ja bei vielen Leuten, die dann abstinent leben, sich entscheiden, und vorher, also zum Beispiel, wo ziemlich viel getrunken wird, das sind so Vereinigungen wie Rotarier oder so. Und wenn die dann weiterhin auf diesen Ausflügen mitgehen, wo dann unglaublich getrunken wird, dann sagen die, es ist eigentlich unerträglich nüchtern dabei zu sitzen und das anzuhören. Es ist so ein Stuss, der da geredet wird. Ich halte es nicht aus. Ich glaube, ich muss weggehen. Einfach aus dem Grund. Jetzt würde mich noch interessieren, Ihr persönliches Erleben. Jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie 20 Jahre in dieser Suchtberatungsstelle gearbeitet. Ist das richtig? Und wenn man so lange dort arbeitet, dann muss ja auch irgendwas sein, was Sie dort gehalten hat.
Was ist es, was Sie da berührt hat in der Arbeit? Ja. Also mich hat gehalten, was ich am Anfang schon sagte, ist ein ganz anderes Spektrum von Problemen und andere Menschen, die zu mir kommen und so. Ich mag einfach die Vielfalt. Und es kam auch immer wieder, es gibt auch immer wieder neue Situationen. Also es ist halt das pralle Leben, was da auf einem einwirkt. Es gab's, fand ich auch hochinteressant, als diese Auswanderungswelle aus Russland in 90er Jahren kam. Es sind ja viele Leute dann, also Deutschstämmige aus Russland, bei uns eingetroffen. Und die hatten ja eine unglaubliche Alkoholkultur. Also Alkohol war da überhaupt nicht verboten. Also auch wenn Kraftfahrer, ein Berufskraftfahrer Alkohol getrunken hat, war das dort kein Problem. Jetzt kamen die hierher und sind natürlich, haben in ihrem Beruf weitergearbeitet. Kraftfahrer waren ja immer gesucht und kamen halt ziemlich schnell in eine Alkoholkontrolle und Führerscheinentzug arbeitslos. Da kommt dann meistens die ganze Familie mit oder zumindest die Ehefrau, weil in der Regel die Ehefrau gut Deutsch spricht und der Mann kaum. Und dann, das waren manchmal unglaublich kuriose Sitzungen, wo die Frau nicht nur übersetzt hat, sondern überall in der Übersetzung ihre eigene Meinung dazu gegeben hat. Und die war aber dann der Meinung waren, der neue Führerschein würde bei mir schon in der Schublade liegen und ich würde entscheiden quasi, ob er jetzt aufgrund der Beteuerungen, wenn nur lang genug beteuert wird, dass er nichts mehr trinkt, würde ich den Führerschein rausrücken. Also es gibt unglaublich viele Aspekte des Lebens, die man kennenlernt, mit denen wäre ich nie in Kontakt gekommen. Ich bin auch nicht weggegangen aus eigenen Gründen, sondern das war im Grunde von Sparmaßnahmen, es wurde immer unerfreulicher, wegen der Mittelknappheit, sodass ich mich dann nach 20 Jahren entschieden habe, jetzt gehe ich halt. Aber ich würde da heute noch arbeiten, wenn das jetzt, genauso einfach gegangen, wäre wie vorher. Und jetzt so jetzt bin ich im phänomenologischen Gestaltfragen. Also wenn das pralle Leben wirkt, wie ist dann die Wirkung? Wie ist es für Sie gewesen? Ja, also diese kuriosen Sitzungen, ein Spektrum zu erleben. Was war da Ihre Resonanz, das Erleben? Ja. Ja, erleben war oft erstmal eine Fremdheit auch. Also es gab ja, ich glaube, ich erinnere mich an einen Klienten, der hat, glaube ich, am Tag 10 Flaschen Wein getrunken. Das kann man sich nicht vorstellen. Das heißt, ich war dann auch, also befremdet, in dem Sinn, wie geht das? Und ich war einfach neugierig, was passiert in der Person? Warum macht ihr das? Was bringt ihr das? Wie ist sie organisiert? Also bin einfach an Menschen interessiert und auf die Weise kam ich noch mit anderen Menschen in Kontakt wie sonst. Ich weiß nicht, ob ich das ausschließlich gerne gemacht hätte, in der Suchtberatung zu arbeiten, aber so mit meinem Vierteldeputat fand ich das richtig gut. Ich habe auch gern Familien, wir haben viel Familien dann auch eingeladen und dann gab es immer wieder, also auch interessante Szenen, die Familie, bevor der Vater jetzt in die Entwöhnungsbehandlung ist, auch wenn der Baba nur, wenn er nur aufhören würde mit Alkohol, das wäre so schön, hätte so ein schönes Leben, wenn er nur nicht trinken würde, Baba. Und dann ist der Baba, der Vater ist dann in die Klinik gekommen, kam nach 4 Monaten zurück und so, oh, jetzt geht's Leben los. Da kann man auch sagen, also Pfeifendeckel von wegen, der hat nämlich dann als Abstinenter angefangen, zu Hause wieder mitbestimmen zu wollen, wie der Haushalt läuft, wo die Frau dann plötzlich gesagt hat, also wissen Sie, ich musste mich völlig umstellen. Da hat plötzlich Gegenvorschläge gemacht, wie wir gewisse Dinge handhaben. Und das war ich einfach gar nicht mehr gewohnt, als er noch trank, weil da konnte ich schalten und walten, wie ich wollte. Da war zufrieden, wenn er in seiner Werkstatt unten so seinen Alkohol trinken konnte. So wo.
wo die dann als Paar nochmal ein Stück in Paarberatung gegangen sind, so wie finden Sie jetzt mit der Abstinenz zu einem neuen Miteinander, was lange brach lag? Also das, da klingt in mir auf jeden Fall ganz viel an systemischer Denkweise auch mit. Wenn wir darüber sprechen, was bringt es dem System, dass jemand vielleicht trinkt, wie wird es dadurch aufrechterhalten und wie verändert sich dann plötzlich das ganze System, wenn der Indexpatient zum Beispiel abstinent wird. Aber davor, da würde ich jetzt gerne noch reinzoomen, haben Sie gesagt, Sie hatten so eine freundliche Neugier und eine Offenheit für das, was beim Gegenüber ist und was es dem vielleicht auch bringt, in so einer Sucht zu bleiben. Also mich würde interessieren, wie Ihre gestalttherapeutische Haltung Sie da getragen hat in der Arbeit mit Suchterkrankten. Ja, meine gestalttherapeutische Grundhaltung ist eben die Nicht-Verantwortung, also keine Entscheidung für den Klienten zu treffen. Also ihm nicht, also Fritz Perls war da ja ganz strikt. Er hat ja, für ihn war das ja ein, sämtliche Hilfsappelle, die mal an den Therapeuten gerichtet waren. Da hat er sofort gesagt, setz dich auf meinen Stuhl und sag dir selber, was gut ist. Da war der ganz rigoros. Und das muss man nicht so durchziehen für immer, weil es gibt auch Klienten, wo es für eine ganze Weile mal gut ist, auch unterstützend zu arbeiten. Aber letztendlich muss es immer wieder in ein Stück Autonomie führen. Aber beim Alkohol oder auch bei Drogen bin ich letztendlich auch überzeugt davon, wir müssen gucken, wie man damit umgehen. Diese Person muss das für sich entscheiden. Ich hatte eine Freude daran, auch ungewohnte Wege zu gehen, also so von dem üblichen Weg. Ich kann Ihnen noch eine interessante Geschichte erzählen. Das war eine Frau. Wie war denn das? Genau, da kam ein 50-jähriger Mann in Begleitung einer Frau, die aus demselben Meiler war. Also das war so eine kleine Ansammlung von 50 Personen, die in so einem ganz klar, also Minidorf wohnten und hatte Alkoholprobleme. Und das war, sein Zwillingsbruder war gestorben und das ganze Dorf hatte aber diese beiden Männer im Visier, weil ihre Mutter blind war. Und die haben sich so gekümmert um die Familie. Und so in dem Kümmern ist sie mit diesem Mann in die Beratungsstelle gekommen, der eben aus Kummer über seine, die beide hatten keine Familien und waren sehr eng über den verstorbenen Bruder, hat er ziemlich viel anfangen zu trinken. Und das war aber auch eine Auflage vom Arbeitsamt, weil er war arbeitslos und das Arbeitsamt schickt dann auch Leute in Beratungsstellen. Die müssen dann auch kommen, sonst verlieren sie das Arbeitsgeld, wenn sie Arbeitslosengeld, wenn sie nicht die Bescheinigung bringen. Naja, und das ist eigentlich im Sande verlaufen, fand ich, dieses Gespräch. Ich dachte, oh je, der kann sich auch ganz schlecht artikulieren, also es war mühsam. Und wir hatten aber ein nächstes Gespräch ausgemacht. Gut, die Zeit voran dann. Und dann hat er sich entschuldigt, ist zum nächsten Gespräch nicht gekommen wegen irgendwas. Ich fand, das ist sicher fadenscheinig, warum der jetzt nicht kommt. Na klar, was mache ich jetzt? Ich habe aber gedacht, ach, ich hatte keine große Lust, mich arg zu engagieren. Dann habe ich mich entschieden, jetzt bist du einfach mal freundlich zu ihm und entscheidest dich, das Positive in ihm zu sehen. Dann habe ich einen Brief geschrieben, so dass ich der Versicherung, der dem Arbeitsamt geschrieben hätte, dass ich nicht entscheiden könnte, ob eine Abhängigkeit vorliegt oder nicht. Und ich würde ihn aber auch nicht gern einbestellen wollen, weiter zu weiteren Gesprächen, weil ich glaube, dass er das kennt. Er hätte ja sein ganzes Leben die Erfahrung gemacht, dass andere Leute ihm sagen, was gut für ihn sei und was nicht gut für ihn sei. Und das möchte ich jetzt einfach mal nicht tun. Ich vertraue ihm, dass er in puncto Alkohol für sich die richtige Entscheidung trifft und habe ihm alles Gute gewünscht. Dann hat er mir eine Karte geschrieben und sich sehr bedankt für den Brief. Und das war's. War ganz undramatisch. Ich fand es auch nicht sehr originell. Ungefähr 8 Jahre später kam eine Frau in die Beratungsstelle, die unbedingt zu mir wollte. Und fragte ich, wieso wollten Sie jetzt dann unbedingt zu mir jetzt?
Ja, in ihrem Meiler, das war dieser Meiler, würde ich als Wunderheiler gelten, weil durch dieses eine Gespräch ist der trocken geworden. Und es war also fast wie Jesus, der die Hand auflegt. Und das habe ich gemacht. Ich habe ihm nur gesagt, ich vertraue darauf, dass er das selber schon hinkriegen wird. Das geht natürlich in vielen Fällen schief auch, ne? Aber in dem Fall war es jetzt genau das Richtige. Aber das sind alle also solche Erlebnisse, die mich dann immer wieder gehalten haben in der ganzen Szene, wo ich das gerne gemacht habe. Es gibt auch, es ist jetzt auch nicht so, will ich nicht an die große Glocke hängen, aber wir haben dann auch diese Schulungen für die ehrenamtlichen Helfer haben wir auch durchgeführt und es waren oft Wochenenden irgendwo in dem Tagungshaus und die durften ja nichts trinken. Jetzt sind frische, trockene Alkoholiker manchmal auch ganz schön schwierig, also im ersten Jahr ihrer Abstinenz sind die wirklich trocken. Also das ist manchmal kein, die sind einfach ein Stück zermürbt, ein Stück. Ja, auch immer nur denken halt an Alkohol und sie dürfen nicht. Eine trockene Alkoholikergruppe zu leiten, das ist anstrengend. Die kann man sich so vorstellen, die kommen alle rein und sitzt jetzt da und macht eine Eröffnungsrunde und da sagt der eine, ja, nee, so, mir geht es soweit gut und ich bin mal gespannt, was der Abend bringt. Ich gebe weiter. Ne? Mir geht es soweit gut, ich bin mal gespannt, was der Abend bringt. Person 6 sagt, mir geht's heute nicht so gut. Dann elektrisieren, alles muckt auf. Ich bin etwas erkältet, aber sonst ist gut. Dann geht's wieder runter. Aber wenn der 8. sagt, mir geht's soweit gut, aber ich muss mal erzählen, ich habe eine Moscherie gegessen letzte Woche, dann ist der Raum elektrisiert. Sie glauben es nicht. Es ist, weil dann ist das Thema Alkohol und zwar in einer direkten Betroffenheit im Raum. Und es ist Das ist einfach das, was es ausmacht, im ersten Jahr. Und diese, wie soll ich sagen, diese Trockenheit, das normalisiert sich dann. So nach einem Jahr sind die wieder einigermaßen normal, emotional schwingungsfähig. Aber daran sieht man auch, was die Leute auf sich nehmen und durchmachen, wenn sie sich für eine Abstinenz, entscheiden. Also da kann man nur alle Achtung davor haben. Und es ist ganz schön hart. Und wenn ich jetzt so überlege, dann mich zu entscheiden, keinen Alkohol mehr zu trinken, gibt es dann ein Thema, also worauf ich hinaus will, welche Ressourcen aktiviere ich dann? Gibt es vielleicht Grundthemen, die Sie beobachtet haben? Welchen Appetitus drückt es denn emotional aus, dass ich trinke? Gibt es da Grundthemen, wie wir hatten vorhin von Zugehörigkeit gesprochen, die Sie beobachtet haben, jetzt einfach aus persönlicher Erfahrung so? Alkohol ist im Grunde genommen ein Antidepressivum. Es steigert den Antrieb und es steigert die Stimmung. Also es macht eine bessere Stimmung. Also es ist ein selbst Alkohol zu trinken, ist eine Medikation bei Depressionen. Genauso, wie ich vorhin schon erwähnte, es lockert den zwanghaft Perfektionisten. Der Gehemmte wird dass ich vielleicht, der auf Partnerwahl ist und sucht, der wird vielleicht ein Stück forscher und denkt, es klappt besser damit. Manche, wie man dann Vortrag halten muss, so mit einer geringen Menge ist es ein bisschen flüssiger. Also all diese Themen sind interessant und die können dann bearbeitet werden. Die Frage ist ja, was will ich eigentlich vom Leben und was habe ich damals damit verbunden, Alkohol zu trinken? Ich habe jetzt ja nur 4 Beispiele genannt. Das zu erforschen, was damals erreicht werden sollte und vielleicht auch partiell während der Alkoholwirkung erreicht wurde, wie kann ich das auf andere Weise kriegen? Oder es gibt inzwischen andere Themen, die für mich wichtig sind. Ich meine, wir sind ja unser Leben lang beschäftigt damit. Was muss ich tun? Will ich mich verändern? Was will ich anders haben? Und das hört ja nie auf. Ja. Wow. Also die langjährigen Abstinentengruppen, die unterscheiden sich dann nicht mehr von. Das würde man von außen gar nicht mehr erkennen, dass es eine Abstinentengruppe ist von einer anderen.
Selbsthilfegruppe oder Psychotherapiegruppe. Weil es wirklich darum geht, ja, die Frage, was will ich im Leben, wer bin ich gerade jetzt, das finde ich einen schönen Blick, dass das ja eine Frage ist, die vielleicht nie 100% mit einem Punkt beantwortet ist, sondern dass sich das immer dynamisch verändert. Und geht es dann darum, ja, das sind jetzt Worte, die mir kommen, näher mit mir selbst da im Kontakt zu sein. Also zum Beispiel zu merken, oh, jetzt würde ich gerade zum Glas greifen. Das merke ich jetzt und ich weiß auch, was ich dadurch erreichen möchte und schaue, kann ich mir das auf eine andere Art und Weise holen? Ja, der geübte Abstinenzler, der denkt es gar nicht mehr. Also das ist eine, glaube ich, das Ergebnis eines Trainings. Er hat ein langes Training hinter sich. Interessanter ist, wenn man dahinter kommt, jetzt bin ich in einem Zustand, wo ich was getrunken hätte. Jetzt hätte ich, also die sagen, jetzt in der Situation würde ich was trinken, was mache ich jetzt stattdessen? Und das ist dann eine Herausforderung heraus, also mit der Person in der Beratung, Behandlung oder in der Gruppentherapie, das herauszufinden, was kann ich anders machen. Also in der Gruppe dann quasi in der Gestalttherapeutin sagt man, eine Stuhlarbeit zu machen oder ein Walking Hot Seat zu machen und sich zu beschreiben und zu schauen, wie ist die Resonanz und was möchte ich eigentlich jetzt mit und von den anderen. Also was mich an der ganzen Sache, glaube ich, am meisten berührt, und ich weiß nicht, ob das auch für andere therapeutische Schulen gilt, aber zumindest berührt es mich in der Gestaltarbeit, dass eben die Frage danach, was brauche ich oder was möchte ich durch dieses Alkoholtrinken erreichen, erstmal eine wirklich ernst gemeinte, offene, liebevolle Frage ist und da keine Verurteilung des Trinkens an sich erstmal stattfindet. Ja, also das Motiv, Alkohol zu trinken oder getrunken zu haben, ist auf jeden Fall wertzuschätzen, das ist oder anzuerkennen. Da gibt es auch nichts zu kritisieren dran, sondern ist im Grunde genommen ein wichtiger Punkt bei dem Ganzen. Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, wir haben darüber geredet, was macht eine Suchterkrankung aus oder Abhängigkeit? Wie funktioniert die Arbeit mit Suchterkrankten von der Entgiftung hin bis zur Einzelarbeit oder stationärem Aufenthalt? Würde ich mich jetzt noch zum Abschluss fragen, wie funktioniert denn Suchtprävention? Also um gar nicht erst in eine Sucht hineinzukommen, was ist das eher so auf politischer Ebene, dass es da um Aufklärungsarbeit geht? Oder haben Sie da auch persönlich Erfahrungen gemacht, präventiv zu arbeiten? Unsere Beratungsstelle hat sehr stark präventiv gearbeitet. Da war ich persönlich jetzt nicht so involviert, aber ein Kollege, der hat ausschließlich Suchtprävention in Schulen und Betrieben gemacht. Also Aufklärungsarbeit. Wobei, das ist immer die Frage, wie wirksam das ist. Ich kenne auch keine Untersuchung, weiß nicht, ob man diese Wirksamkeit überhaupt erheben oder messen könnte, aber ich denke, so oder so, es ist gut, dass man sie macht. Ich meine, was die beste Suchtprävention von Elternebene aus auf die Kinder hinbezogen ist, selber nicht süchtig sich zu verhalten. Die größte Gefahr, süchtig zu werden, ist, wenn das familiäre Vorbild da ist. Ja, ist das ein Modelllernen oder ist es tatsächlich auch, das weiß ich jetzt gar nicht, genetisch auch dann schon mit in die Wiege gelegt? Eine große Frage, wie stark die Genetik ist. Also ich hatte einmal einen Fall, da war ich dann baff. Das war also ein Mann, der war Alkoholiker
Und er kam dann mit seiner Frau. Und die Frau sagte, meine beiden Schwestern hätten auch alkoholabhängige Ehemänner. Und der gemeinsame Vater dieser drei Frauen war alkoholabhängig. Da würde ich sagen, da ist jetzt was nicht Genetisches dabei, weil die Auswahl dieser Ehemänner, war das jetzt Zufall und kann mal passieren oder ist da ein System dahinter? Man könnte sagen, die Frauen haben vielleicht systemisch oder familientherapeutisch gesehen eine Art Delegation oder den Auftrag erhalten, anderen Leuten mit Alkohol zu helfen. Wenn es beim Papa nicht geht, dann anderswo. Das wäre nicht genetisch. Aber ich denke, es gibt sicher auch eine genetische Komponente. Ich weiß es aber nicht, ob es diese Gene schon, ich glaube, es gibt eine Abhängigkeit, also es gibt Gene, die grundsätzlich für Abhängigkeit prädestinieren. Das hat dann auch mit dem Belohnungszentrum im Hirn zu tun, aber wird jetzt vielleicht ein bisschen weit führen. Aber es ist auch Modelllernen, dass die Kinder gefährdeter sind, beziehungsweise auch die Gegenreaktion, dass dann richtige kampfbereite Abstinenzler draus werden. Oder eine ganz elegante Art, sich von den Eltern abzugrenzen und dennoch das Suchtverhalten beizubehalten, ist das Wechsel der Substanzen. Da ist der Klassiker, Eltern trinken Alkohol und schimpfen über die Kinder, die eben Cannabis zu sich nehmen. Die Kinder, die spüren deutlich, wir sind autonom. Alkohol ist eine Dummdroge. Das, was wir machen, das ist das Richtige. Und die Eltern können den Kindern vorhalten, das ist verboten. Und das ist ein beliebtes Modell. Da können wir fast sagen, dass sogar die Kinder in einer gewissen Weise exemplarisch missionieren. Guck mal, was ihr da macht, indem wir Drogen zu uns nehmen. Wow. Zwar mit eurer Verlogenheit, den Alkohol jetzt klein zu reden. Was für eine Trinkgesellschaft, denke ich gerade. Ich merke, da ist gerade so ein bisschen Bewertung in mir. Auch so generell die Frage nochmal, illegale Drogen, legale Drogen, wie das kulturell bedingt Ja. ist, wie legitimiert das auch ist, der Konsum von Alkohol. Aber das ist jetzt gerade mein eigenes, das ich da reinbringe. An der Stelle bedanke ich mich erstmal für dieses, ja, für dieses, für mich war es sehr aufschlussreich, für dieses aufschlussreiche Gespräch. Gibt es an der Stelle noch was, was hinzuzufügen ist, was gerade Ihnen noch auf der Zunge liegt? Also ganz kurz, wir haben uns jetzt ausschließlich mit stoffbezogenen Süchten beschäftigt. Es gibt ja noch die ganzen Verhaltenssüchte. Ich zähle sie einmal kurz auf. Das fängt an mit der Glücksspielsucht. Die hat übrigens viele Ähnlichkeiten in den Mechanismen mit den stoffbezogenen. Die anderen Süchte, da haben diese Kriterien, wann bin ich abhängig, die sind teilweise anwendbar, aber nicht immer. Zum Beispiel bei der Esssucht ist ja die lebenslange Abstinenz nicht möglich. Bei der Kaufsucht auch nicht. Ich kann nicht sagen, ich gehe mein Leben lang nicht mehr einkaufen. Deshalb die Frage ist, sind es tatsächlich, sind die Süchte, wie viel Ähnlichkeit haben die mit den sogenannten stoffbezogenen? Eifersucht ist, glaube ich, gar keine Sucht, wenn man so will. Also ich wüsste nicht, wo man da jetzt Spannender Begriff, die aha. Sucht, sich zu ereifern, aber ich weiß es nicht. Aber die Magersucht, ja, aber magerabhängig. Also bei den stoffbezogenen Süchten kann ich immer statt Suchtabhängigkeit hinten dran stellen. Ich kann Heroinsucht, Heroinabhängigkeit, Nikotinsucht, Nikotinabhängigkeit. Ich kann nicht sagen Magerabhängigkeit oder Essabhängigkeit oder Essbrechabhängigkeit. Deswegen ist die Frage, ob da dieser Abhängigkeitsbegriff eine Rolle spielt. Aber wichtig, Zeit ist um, wo es einfach nur erwähnt haben, dass da aber teilweise ähnliche zerebrale Mechanismen der Gewöhnung im Gehirn stattfinden.
und es schwierig ist, sein Verhalten zu verändern. Stichwort Belohnungszentrum, was Ja, Sie das auch vorhin angesprochen Belohnungszentrum haben. spielt eine ganz große Rolle. Vielen Dank, Ja. Heinzmann. Dann, ja, vielleicht bis irgendwann mal wieder im Ja, Gestaltcafé-Podcast. vielleicht Dann ansonsten am uns mal wieder. Institut Ja. in Frankfurt. Genau. Vielen Dank für Ihren Besuch und eine schöne Weihnachtswoche Ihnen jetzt. Und vielen Dank für Ihre klugen Fragen, die haben mir sehr geholfen. Also es war angenehm, so, würde fast sagen, ein bisschen fachlich zu plaudern. Also, das ist jetzt, ich musste keinen Vortrag machen, sondern es war sehr angenehm, in dem Gespräch zu sein. Schön, dass du in dieser Folge im Gestaltcafé zu Gast warst. Wie immer lade ich dich zum Schluss ein, in deinen eigenen inneren Dialog mit dem zu treten, was du gerade gehört hast. Bis zum nächsten Mal.